Einen schönen guten Tag. Was seit Freitag im Raum steht, ist nun offiziell. Joachim Gauck strebt keine zweite Amtszeit an. Diese Entscheidung von Joachim Gauck eröffnet ein Fenster in der Gesellschaft, ein Zeichen zu setzen für Weltoffenheit, Solidarität und Frieden. Die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, das ist ja bekannt, die bieten durchaus Raum für Bewegungen diesbezüglich. Ich kann nur sagen, wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die Spitzen von SPD, Linke und Grünen zusammenfinden, um zu sondieren, ob man eine Person finden kann, die erstens in der Außenpolitik besonnenere, versöhnlichere Töne anschlägt, zweitens die um die Bedeutung von sozialem Zusammenhalt in einer Gesellschaft weiß und drittens ein klares Signal für Weltoffenheit wäre. Also wir sind bereit, uns mit SPD und Grünen zu verständigen über eine mögliche gemeinsame Kandidatur im Sinne von Weltoffenheit, Solidarität und einer friedlichen Außenpolitik. Und ich würde es auch, mich auch sehr freuen, wenn eine solche Sondierung zustande käme. Soweit zu der Personalentscheidung, die den heutigen Tag dominiert. Ansonsten möchte ich noch auf das Thema die Volksentscheide in der Schweiz eingehen. In der Linken wird ja das Thema Grundeinkommen kontrovers diskutiert. Die Schweiz durfte zu diesem Thema nun abstimmen. 22% stimmten für ein Grundeinkommen. Das war so ungefähr das, womit man gerechnet hatte im Vorfeld. Man muss wissen, dass es in der Schweiz generell soziale Themen sehr schwer haben. Also im Jahr 2014 hat es eine Abstimmung über Erhöhung des Mindestlohnes gegeben. Die haben auch nicht mehr als 25% erreicht. Es gab Abstimmungen, die das Recht auf Urlaub um einige Tage zu erhöhen. Auch das wurde abgelehnt. Insofern war klar, es geht hier vor allem um eins, die Debatte um ein Grundeinkommen voranzubringen. Und ich kann nur sagen, was man schon sagen kann, es ist ein Fortschritt, dass dieses Thema, was einst als ein absolutes Außenseiterthema galt, nun ganz offensichtlich ein Thema ist, mit dem man zu rechnen hat. Also die Volksabstimmung in der Schweiz ist immer eine weitere Etappe dahin, dass das Grundeinkommen vom absoluten Nischenthema zu einem Thema, mit dem man rechnen muss, geworden ist. Im Vorfeld oder ja auch im Umfeld der Abstimmung hat man ja auch die Fühler demoskopisch hier ausgestreckt. Es gibt Untersuchungen, die sagen, 40% hierzulande würden ein Grundeinkommen befürworten. Ich will natürlich auch immer sagen, man muss sehr genau schauen, weil nicht überall, wo das Etikett Grundeinkommen aufgeklebt wird, ist auch wirklich ein Grundeinkommen drin, was für mehr Freiheit und wirklichen Schutz vor Armut steht. Aber ich kann nur sagen, die Debatte darum geht weiter. Zum dritten Thema, es betrifft den Bereich Soziales und Hartz IV. Ursprünglich war ja diese Woche im Bundestag geplant, das SGB II-Rechtsverschärfungsgesetz zu verabschieden. Das ist nun offensichtlich vertagt worden. Und ich finde, allein die Geschichte dieses Gesetzesvorhabens aus dem Hause von Nahles offenbart eine Tatsache. Wer meint, man könnte im Bereich Hartz IV irgendwas mit kosmetischen Korrekturen verbessern, der irrt halt grundlegend. Und das zeigt auch dieses Gesetz. Ursprünglich ging es darum, dass alles besser wird. Am Ende ist jetzt herausgekommen, dass es mehr Repression für die Betroffenen und mehr Arbeit für die Beschäftigten im Jobcenter bedeutet. Also für beide Seiten des Tisches erweist sich dieses Gesetzesvorhaben als Verschlechterung. Nun hatte die SPD an diesem Wochenende einen Konvent, und wenn sie auch nur ansatzweise das ernst nimmt, was dort gesprochen würde über mehr soziale Gerechtigkeit, dann gibt es für mich eine praktische Schlussfolgerung daraus, und die heißt, Andrea Nahles muss dieses Gesetzesvorhaben zurückziehen in Gänze und zwar schleunigst. Ende letzter Woche wurde nun bekannt, dass sie zumindest die geplante Regelung für die Alleinerziehenden, also für der Fachbegriff ist temporäre Bedarfsgemeinschaften gemeint ist, wenn ein Kind sozusagen zwei Eltern hat, die sich um es kümmern, aber halt sozusagen getrennt wohnen. Da hat Andrea Nahles etwas zurückgezogen. Wir meinen, das ist nur ein Teilaspekt. Wenn man dieses Problem wirklich angehen will, dann muss man einfach Familien, die bedürftig sind und wo die Eltern getrennt leben, einfach einen Mehrbedarf zugestehen. Denn wenn es zwei Wohnungen gibt, wo das Kind sich auffällt, gibt es halt Kosten, die fallen doppelt an. Es gibt Gegenstände, die müssen doppelt gekauft werden. Es gibt mehr Kosten, die entstehen, zum Beispiel in der Kommunikation und bei Fahrtkosten. Deswegen sagen wir, also das Mindeste, was jetzt folgen müsste, ist ein Mehrbedarfszuschlag im Falle von getrennt lebenden Eltern, die in Armut leben. Aber ganz grundsätzlich, wenn man das Thema Kinderarmut angehen will, gibt es eine universelle Lösung, die flächendeckend Kinder und Jugendliche vor Armut schützt. Und das ist eine Art Kindergrundsicherung. Und dafür streiten wir.